Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute haben wir wieder einen catchy Spieletrend-Titel, wenn man es so nennen mag. Das ist mir ja schon oft aufgefallen in letzter Zeit. Spieletrend schreibt nicht mehr dran, was drin ist. Meistens steht was anderes dran, was drauf ist. Ne, es steht was anderes drauf, was drin ist. Es ist nicht das. Man ist auf jeden Fall komplett verwirrt immer, aber das zieht natürlich die Fans an, das zieht die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Adi! Der reißt schon wieder die Wand ein! Auf jeden Fall habe ich gedacht, gut, machst du auch mal so, ne? Sonst schreibe ich immer genau, was im Video passiert, was im Video los ist, hin und her. Aber wozu? Mach's doch spannender. Mach einfach einen Titel, wo die Leute sagen, was? Muss ich erstmal gucken. Und dann sagen sie, boah, was ist das denn? Geben einen Dislike und verlassen das Video wieder. Aber sie haben erstmal draufgeklickt. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich habe noch nie irgendeinen Thumb benutzt, ein Thumbnail, was nicht im Video vorkommt oder gefaked ist. Ich nehme ja immer wirklich Thumbnails aus dem Video direkt, nicht wie andere, die dann irgendwas sagen mit Shiny Event, jetzt ab heute Abend hin und her und tun dann Shiny Mewtwo rein, 10 Jahre bevor es überhaupt Mewtwo selber gab, oder tun Shiny Mew überall rein. Grüße gehen raus an Bisafan TV. Und bei mir ist immer das drin, was draufsteht, und es geht genau um dieses Thema, denn Niantic gönnt nicht. Niantic verarscht seine Fans, seine Mitspieler, seine Zuschauer, seine, was weiß ich, wen noch, vielleicht auch seine Angehörigen. Niantic auf jeden Fall klaut Erfahrungspunkte, und dafür habe ich den Beweis. Das ist mir aufgefallen, ich habe mich nämlich schon gewundert am C-Day und auch nach dem C-Day, und vielleicht kennt das jemand, das Problem, vielleicht ist das jemandem von euch auch mal so gegangen, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch natürlich hier dazu zu äußern und wir gemeinsam einfach einen Aufruf gegen Niantic starten. Nein, aber wir können ja trotzdem mal darüber reden, ob euch das schon mal so passiert ist. Ganz bekannt ist ja eigentlich, wenn ihr einen Freundesaufstieg habt, wenn ihr beste Freunde werdet mit jemandem oder irgendwie irgendwas, keine Ahnung, dann kriegt ihr die Punkte ja gut geschrieben in dem Moment, wo die Meldung auch im Spiel da ist. Also es war schon immer irgendwo bekannt, so ein Trick, wenn ihr jetzt über Nacht Geschenke geschickt habt und ihr wisst nicht, hat der andere geöffnet, hat der andere voreilig geöffnet oder sonst was. Sobald ihr ins Spiel reingeht und euch anmeldet, sollt ihr schnell rüber switchen, vielleicht auch mal bei den Neuigkeiten schauen, und da habt ihr auch die Benachrichtigungen drin, wenn jemand euer Geschenk geöffnet hat oder so. Wenn ihr genau wisst, ihr steigt mit Franz Hose auf, ne? Und ihr geht rüber und ihr seht, oh mein Gott, Franz Hose hat das Geschenk schon geöffnet, wir sind beste Freunde geworden, dann sind die Erfahrungspunkte trotzdem nicht verloren, denn er hat seine zwar schon bekommen in dem Moment, wo er das Geschenk geöffnet hat, aber bei euch wurden sie ja noch nicht angezeigt und die werden noch nicht im Hintergrund gerechnet einfach und nachträglich angezeigt, sondern sie zählen wirklich dann erst, wenn es euch auch angezeigt wird. Ihr habt also die Möglichkeit gehabt, wenn ihr ins Spiel reingeht und seht, Franz Hose hat euer Geschenk geöffnet, ist aufgestiegen, da ihr ja eh rechts im Menü seid, gleich noch auf Items zu gehen, gleich noch ein Glücksei einzuwerfen, dann zurück zu eurem Homescreen zu gehen, also zur normalen Pokémon-Übersicht, die ihr da habt, und dann müsst ihr nachträglich, zeitverzögert, so etwa 5 bis 10 Sekunden, die Meldung reinkommen, dass Franz Hose euer Geschenk geöffnet hat, ihr nun beste Freunde seid und euch müssten trotzdem die vollen 200.000 Erfahrungspunkte angerechnet werden, obwohl ihr ja, obwohl der abends um 23 Uhr geöffnet hat, sagen wir mal, und ihr um 12 Uhr nächsten Tag ins Spiel reingeht, könnt ihr trotzdem beide die volle Punktzahl abstauben. Außer Franz Hose hat gar nicht darauf geachtet, dass ihr aufsteigt, hat einfach aufgemacht ohne Ei, hat die Meldung bekommen, hat sich dann in die Hose gekackt. Das ist aber seine eigene Schuld. Ihr habt aber trotzdem die Möglichkeit, wenn ihr das wisst, wenn ihr das seht, dass das so passt, ne? Und diese Taktik habe ich jetzt mehrmals angewendet, gerade wenn C-Day war. Ich habe dann immer geguckt,
wenn jemand noch einen Tag braucht zum Aufsteigen und ich kann dem ein Geschenk schicken, habe ich immer gewartet, habe den zappeln lassen, wie man das so normal macht. Wenn jemand zwei Tage hat und hat schon ein Geschenk von mir, habe ich seins natürlich nicht geöffnet, damit ich noch die Kontrolle habe und weiß, sobald ich öffne, ist es nur noch ein Tag und sobald er dann öffnet am nächsten Tag, steigen wir auf. Also habe ich schön gewartet. Und einen Tag vorm C-Day haue ich immer alles komplett raus. Wenn ich sehe, ich kann demjenigen nichts schicken, der hat noch von mir. Öffne ich also bei diesen Leuten, dann haben wir nur noch einen Tag und hoffe drauf, dass die Leute dieses Geschenk, was sie von mir haben, am nächsten Tag beim C-Day dann öffnen und deswegen so lange behalten haben und nicht geöffnet haben. Andere, wo ich nur noch einen Tag habe und öffnen könnte, schicke ich aber trotzdem auch ein Geschenk, auch in der Hoffnung, dass sie das am C-Day öffnen, diesen einen Tag, der dann noch ist. Denn ich kann ja nur 20 Geschenke öffnen, aber beim letzten C-Day war es so, dass ich vielleicht, sagen wir mal ungelogen, 50 Levelaufstiege hatte. Darunter bestimmt 20 beste Freunde und 30 Hyperfreunde. Und das wäre so eine mega fette Summe an Erfahrungspunkten gewesen. Manche sammeln ja keine mehr, aber wenn irgendwann Levelaufstieg geht, will man ja immer noch mal gut dastehen. Und gerade wenn man sowieso die Möglichkeit hat, so mit den Abonnenten zu interagieren und da immer neue Leute auf die Liste zu nehmen und zu leveln, warum sollte man das nicht nutzen und dann nicht ein Glücksei einwerfen? Kann man doch machen. Man kriegt ja eh immer mal Glückseier hinterhergeworfen oder wenn man eine Box kauft, sind die noch zusätzlich mit drin. Auf jeden Fall habe ich das schön gemacht, habe mich schon gefreut auf den C-Day. 50 Levelaufstiege, richtig fett abzusahnen. Und dann habe ich mich schon gewundert, als ich beim C-Day den Livestream gemacht habe, bin reingegangen, bin direkt aufs Glücksei, habe direkt das Glücksei eingeworfen. Der erste ging mir halt durch die Lappen, aber alle anderen, die danach am C-Day kamen, die, selbst wenn sie abends noch geöffnet haben, nach meiner Geschenkevergabe, wurden damit eingerechnet. Selbst die Leute, die vor 11 Uhr geöffnet haben am C-Day, wurden damit eingerechnet. Selbst die Leute, die um 11 gerechnet haben, also was heißt selbst, ganz natürlich, die wurden mit eingerechnet. Die Leute, die 11.15 Uhr geöffnet haben, sind damit eingerechnet. Das Glücksei lief ja eine halbe Stunde, deswegen habe ich 11.25 Uhr, bin ich schnell rein, habe schnell die Liste mal durchgeguckt. Wer noch keinen blauen Kreis hatte, wer noch nicht aufgestiegen ist, habe ich dann geöffnet, weil manche sagen auch, ich soll bitte öffnen, sie haben da keine Zeit und sie können das nicht machen oder ihnen sind die Punkte egal. Also habe ich noch 20 Leute geöffnet und von den ganzen 50, die hätten aufsteigen können, sind 49 Leute aufgestiegen. Einer hatte kein Geschenk geschickt und hat meins wieder nicht geöffnet. Den kenne ich aber eigentlich gut, deswegen habe ich den immer noch drin gelassen und habe gedacht, okay, den lässt du drin, der wird das irgendwann machen, aber der spricht sich bestimmt mit dir ab, vielleicht ist er gerade verhindert oder liegt mit einer Männergrippe im Bett, keine Ahnung, das Wetter passt ja dazu. So sind auf jeden Fall alle 49 aufgestiegen, habe ich gesehen. Und dann habe ich mir schon gedacht, merkwürdig, es hat mir doch nur vielleicht um die 20 Stück oder so angezeigt. Wo sind die anderen denn jetzt hin? War Niantic, also war das Spiel so überfordert, dass das nicht alle anzeigen konnte, weil sich manche so extrem überlappt haben. Immer wenn ich auch einen Pokestop drehen wollte, kam die Meldung rein. Ich war im Pokestop und in der Meldung gleichzeitig. Ich konnte manchmal gar nichts mehr machen. Aber ich habe gedacht, das geht alles mit rechten Dingen zu. Das wird ja angerechnet, fertig. Ich gehe hier raus, voll mit den Erfahrungspunkten. 192 Millionen hatte ich vor dem C-Day. Nach der halben Stunde mit den Levelaufstiegen hatte ich 196 Millionen. Wenn man jetzt die Kommazahlen und das alles wegmacht, ne, 197 sogar, 4, 5, 5, 6, 7, 4, ich habe ungefähr fast 5 Millionen gemacht auf jeden Fall, 4,7 Millionen habe ich gemacht und erst habe ich gedacht, wow, cool, krass und dann ist mir aufgefallen, beim letzten Mal, wo ich nur so 20 Levelaufstiege hatte oder irgendwas, habe ich aber auch schon 4 Millionen gemacht und jetzt 4,7, dann war das trotzdem irgendwo ein bisschen wenig. Und das Problem habe ich dann erst erkannt, denn nach dem C-Day, 14 Uhr, wurde mir was angerechnet, bester Freund mit dem. Und ich habe gedacht, toll, die Sau hat jetzt erst aufgemacht, wie kann das denn sein, muss das denn sein? Habe denjenigen dann auch gelöscht, was vielleicht fälschlicherweise war. Denn dann habe ich gemerkt, abends am C-Day wurden mir auch noch Leute angezeigt. Ich wollte gerade wieder Geschenke machen, plötzlich steht einfach da, X ist aufgestiegen zu beste Freunde, Y ist aufgestiegen zu beste Freunde,
Z ist aufgestiegen zu Hyperfreunde. Ich natürlich kein Ei an. Also sind die ganzen Aufstiege ohne die doppelten Erfahrungspunkte reingekommen. Beim Geschenkeverteilen habe ich aber nochmal geguckt. Es waren wirklich alle, die beste Freunde waren, waren schon beste Freunde. Aber die waren es auch tagsüber schon, während des C-Days dann. Sie haben aber erst abends nach dem C-Day kam erst die Meldung. So extrem zeitverzögert. Dann habe ich gedacht, toll, so eine Scheiße. Gut, das waren jetzt die letzten. Ist halt so, 3, 4 Leute, kann ja mal passieren. Nach dem C-Day am nächsten Tag, am Montag früh, ich gucke ins Spiel, kommt Meldung. Bester Freund, Hyperfreund, Hyperfreund. Genau die Leute, denen ich am Tag zuvor schon was gegeben habe, die schon beste Freunde waren, die ein weiteres Geschenk bekommen haben, die noch nicht aufgemacht haben, aber trotzdem dann erst dazugezählt haben. In dem Moment, es war schon ein Tag nach dem C-Day, 24 Stunden später, dann hat das erst dazugezählt. Mittags genauso. Ich will gerade was fangen, plötzlich kommt die Meldung an. Bester Freund. Hyperfreund. Ich denke mir, was ist denn los? Ich habe genau nochmal auf die Namen geguckt. Ich habe mir die wirklich vorher alle richtig genau angeschaut und es kamen wieder die Leute rein und die Leute wurden angezeigt, die definitiv während des C-Days aufgestiegen sind. Selbst nachmittags, selbst abends. Es war das Gleiche. Immer wieder kamen Meldungen rein. Bester Freund, Hyperfreund, Superfreund, bester Freund. Heute ist Dienstag. Am Dienstag, ich habe nun wirklich gedacht, es ist vorbei. Vorhin, ich mache auch wieder die App an und will gerade den ersten Stop drehen, das erste Pokémon fangen. Kommt wieder Meldung rein. Bester Freund, Hyperfreund. 2 Tage, 48 Stunden nach dem C-Day, nachdem die Levelaufstiege durch waren, kommen jetzt erst die Meldungen rein. Jetzt wurde das erst dazugezählt. Alles ohne Glücksein natürlich. Alles ohne doppelte Erfahrungspunkte. Ich habe jetzt ohne Ei schon wieder 2 Millionen Erfahrungspunkte dazu bekommen. Was ja mit Glücksei schon wieder 4 Millionen Erfahrungspunkte gewesen wären. Ich hätte jetzt also schon kinderleicht über 200 Millionen. Über 200 Millionen Erfahrungspunkte gehabt. Was natürlich schön gewesen wäre, so eine Marke einfach mit einem Schlag beim C-Day. Ihr habt 192 Millionen, macht 8 Millionen beim C-Day und habt dann gleich die 200 Millionen am C-Day geknackt. Wäre ein schönes Highlight gewesen. Aber es kommt immer noch kommen die Levelaufstiege rein. Und jedes Mal ohne Glücksei, ohne doppelte Erfahrungspunkte. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das war noch nie so. Diesmal ist es so. Es ärgert mich natürlich ein bisschen, denn wenn ihr wirklich die ganze Zeit wartet, ihr wartet einen Monat lang drauf, ihr macht kein Geschenk auf, ihr schickt kein Geschenk, ihr sprecht euch ab, ihr wartet auf den Seeder, ihr sprecht euch extra ab und im Endeffekt für umsonst, für nichts, weil sowieso alles einfach so seinen Gang geht, ohne Glücksei und doppelte Erfahrungspunkte. Das ist sehr ärgerlich. Die anderen haben bestimmt ihre Punkte bekommen. Ich eben nicht. Anders wäre es, wenn alle anderen verkackt wären. Ich kann es mir vielleicht noch leisten. Keine Ahnung. Ich habe viele dabei, die sind auch eben noch nicht Level 40. Bei denen, denen gönne ich das natürlich, dass sie die Erfahrungspunkte bekommen haben. Die haben ja auch nichts Falsches gemacht. Aber ich verstehe es nicht, wie sowas passieren kann. Ich meine, dass es ein Anzeigefehler war, dass nicht alle am C-Day, weil es so viele waren, dass sich das überlappt hat, dass nicht alle extra angezeigt wurden, okay. Aber dass jetzt, 2 Tage später, das erst angezeigt wird und jetzt erst angerechnet, das geht auf keine Kuhhaut. Ich verstehe es nicht. Und es tut mir auch leid für die Leute, die extra gesagt haben, nee, wir warten bis zum C-Day, weil ich möchte auch im Video dabei sein. Ich möchte, dass man meinen Account sieht, dass wir aufgestiegen sind. Die aber jetzt gar nicht im Video mit drin waren, weil 2 Tage später erst der Levelaufstieg ist. Also, es tut mir wirklich leid. Ich habe das nicht mit Absicht gemacht. Ich habe euch nicht aus dem Video extra rausgeschnitten oder wollte euch fernhalten. Es hat mich selbst überrascht. Von den 50 Leuten, die aufgestiegen sind, waren es eben nur knapp 20. Gut, vielleicht waren es mehr als 20, 25, vielleicht waren es sogar 30. Ich habe es jetzt nicht ganz genau nachgezählt. Aber die Relation dazu, es kam mir einfach so vor und ich weiß nicht, woran es liegt. Habt ihr das auch schon mal gehabt? Ganz ehrlich, kennt ihr das wirklich, dass ihr mal einen Aufstieg hattet und es hat euch erst
enorme Zeit später die Punkte gut geschrieben, beziehungsweise steigt ihr immer nur direkt auf in dem Moment, wo ihr aufsteigt, oder macht ihr das auch manchmal so, dass ihr wisst, da kommen Aufstiege rein, ich mache mal die App zu und ich mache erst am nächsten Tag die App auf und nehme dann das mit bei einem Raid oder so, dass ihr das verbinden könnt. Das ist jetzt eigentlich was, was normal funktionieren müsste. Und ihr seht ja dadurch, dass jetzt erst 2 Tage später die Meldung kommt und erst da die Punkte gut geschrieben werden, zeigt das ja eben, dass das so funktioniert. Dass das also nichts damit zu tun hat, dass man selber schuld ist, wenn man die App ausmacht und abends Geschenke verschickt und die anderen aufmachen, dann hat man kein Recht auf die Punkte. Es ist ja jetzt 2 Tage später noch genauso. Ich verstehe es auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich kann es mir nicht erklären. Es tut mir leid für die Leute jetzt, die nicht im Video waren. Mir tut es ein bisschen leid natürlich um die Punkte. Das hätte schön saftige Punkte gegeben. Ich wollte wirklich mal gucken, was das Maximum so ist. Denn beim letzten Mal 4 Millionen, jetzt fast 5 Millionen, das ist halt kein großer Unterschied. So 10 Millionen mit einem Glücksei, das wäre schon richtig genial gewesen. Aber ist leider nichts geworden. Wir sind gespannt trotzdem, wie es weitergeht. Es ist ärgerlich. Schreibt mal rein, was ihr davon haltet und ob ihr das kennt. Das war es aber trotzdem von meiner Seite aus jetzt. Ich gucke auch mal, ob es noch weitergeht, ob noch weitere Levelaufstiege reinkommen. Ist genau wie mit den kleinen Halloween-Accounts. Die habe ich nämlich abends, nachdem ich Geschenke verteilt habe, habe ich die alle 4 aufgemacht, habe bei denen ein Glücksei rein, habe noch da das tägliche Pokémon gefangen, alles hin und her. Habe mich gefreut. Die sind alle immer ein Level aufgestiegen, auch vom Trainer-Level her. Haben also jeweils 200.000 Erfahrungspunkte gegeben und als ich das am nächsten Tag am C-Day gemacht habe, habe ich keinen von den 4 Accounts gesehen beim Levelaufstieg. Es wurde keiner von den 4 angezeigt. Die Leute, die später ihr Zeugs geöffnet haben, wurden angezeigt. Die Leute, die, weiß was ich, waren, wurden angezeigt. Und abends am C-Day kam plötzlich die Meldung rein, Michaels Ayers, Fetty Krüger, Jason Form Keats und Molly, die 4 sind aufgestiegen zu beste Freunde. Warum? Ich verstehe es nicht. Da habe ich schon gesagt, das verstehe ich nicht. Die sind jetzt reingekommen. Ich hatte kein Ei an, alles verkackt. Aber ich dachte, gut, das waren jetzt die nachgezogen, das war's. Aber dass das am nächsten Tag noch so weiterging, den nächsten Tag wieder und das den ganzen Tag verteilt. Shit happens, ne? Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr also auch Erfahrungen darüber habt. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Denn Niantic gönnt nicht.